Hallo, meine Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Emma und wir werden heute ein Tutorial abdrehen, welches sich schon sehr oft und lange gewünscht wurde. Und zwar, wie bekommt man denn jetzt Bilder hier ins Profil, egal was für welche, ob das selbst gemacht sind oder gescreenshottete plus Verlinkungen, damit man auch direkt irgendwie für eventuell zu dem Pferd kommt, was ja nicht sein muss, weil hier sind zum Beispiel die Breeding-Partner drauf. Da muss man auch nirgendwo mit hin oder so, aber hier, man kann ganz einfach zum Beispiel auf die Deckhengste zugreifen oder auf seine Lieblingsstuten oder Fohlen. Das machen wir heute einfach alles einmal zusammen. Und zwar habe ich mir dafür eine Stute rausgesucht, die jetzt gerade eben erst quasi eingezogen ist. Und ja, die habe ich von der lieben Seraphine. Ganz liebe Grüße gehen raus. Der Hintergrund kam heute raus, also eben erst. Und ja. Was machen wir? Also wir machen jetzt erstmal einfach eine leichte Variante. Das muss jetzt auch kein Screenshot von Horse Reality direkt sein. Das kann natürlich auch jedes andere beliebige Bild sein, was ihr in euren Dateien habt. Wir machen hiervon jetzt einfach einmal einen Screenshot. Haben wir gemacht. Und der ist dann in diesem Ordner gespeichert, bestenfalls. Ich öffne das mal eben und schneide das mal ganz kurz ein bisschen zurecht. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt nur das Pferd haben wollen. Dann machen wir das irgendwie einfach einmal gerade zu Verwendungszwecken einfach so. Perfekt. Das haben wir jetzt so abgespeichert und wir gehen einmal in unser Edit Profile. So, hier ist unsere Beschreibung und hier sehen wir unsere Bilder. Wie machen wir das Ganze jetzt? Wir gehen einmal nach ganz unten, damit ich jetzt hier nicht irgendwo Sachen verstelle. Wir gehen einfach nach hier. Das geht natürlich auch dazwischen oder so. Das ist ein bisschen, was heißt ein bisschen schwieriger. Man muss einfach dazwischen kommen. Das geht natürlich auch. Muss nur gucken, dass du nicht das Bild direkt anklickst, sondern im besten Fall einfach dahinter. Hier sieht man es jetzt so ganz bisschen blinken und das ist optimal. Dann kann man da auch ein Bild zwischenfügen. Wir machen es jetzt für die Verwendungszwecke einfach hier drunter. Ist es wichtig, dass wir dieses Bild als Link öffnen können. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir müssten dieses Bild einmal jemandem zum Beispiel bei Discord schicken. Das mache ich jetzt einmal bei meinem Freund. Da kann man es dann mit per Rechtsklick steht dann ganz unten Link öffnen. Genau. Da könnt ihr das dann im Browser öffnen. Ich glaube, das geht auch über Facebook, aber fragt mich bitte nicht. Bei Facebook mache ich das nicht, ich mache das immer über Discord. Und genau, wir machen das über Discord. Das ist jetzt auf meinem anderen Bildschirm, deshalb habe ich das jetzt nicht hier drauf. Warte mal, wenn ich das klein mache, kann ich das vielleicht mal eben rüberziehen. Achso, mir fällt gerade auf, es ist egal, ob ich es rüberziehe oder nicht. Ich habe das so eingestellt, dass der hier nur den Bildschirm zeigt. Also, ihr macht es trotzdem so, dass ihr bei Discord, also nicht an einen guten Freund, Freundin, deine feste Freund, Freundin, was auch immer, dieses Bild schickst, Rechtsklick machst, auf Link öffnen und dann haben wir dieses Link im Browser, dieses Bild, dann haben wir dieses Bild im Browser geöffnet, so wie es jetzt hier ist. Und was machen wir damit? Wir gehen damit oben in die Zeile und kopieren die Adresse raus. So, wir haben es gespeichert und gehen jetzt hier auf dieses Bildsymbol. Dann öffnet sich dieses Fenster und hier fügen wir diesen Link ein. Das saven wir und hier sehen wir plopp, ploppt es auch schon direkt auf das Bild. Hat jetzt natürlich auch andere Maße als das hier, aber das kann man ja auch angleichen und variieren, wie man das möchte und braucht. Was wir jetzt noch machen, ist, suche ich mal ganz schnell die Stute noch raus. Da ist sie. Und wir sind jetzt hier auf ihrer Seite. Auch hier werden wir den Link rauskopieren. Gehen zurück in den Bearbeitungsmodus von unserem Profil in einem neuen, in dem anderen Tab. Und dann gehen wir hier auf dieses Link-Symbol. Dann öffnet sich nochmals ein neues Fenster. Da packen wir auch diesen Link rein. Safen das alles. Und safen unser Profil. Natürlich könnte man jetzt auch noch was darunter schreiben oder so. Brauchen wir aber nicht. Oder klar, könntet ihr machen. Brauchen wir trotzdem nicht. So, und jetzt ist diese kleine Maus mit hier im Profil drin.
Und wenn wir darauf klicken, kommen wir direkt zu der kleinen Maus. Also das ist wirklich, wirklich eine ganz einfache Sache. Und wenn ihr nicht mal ein Pferd habt zum Verlinken, sondern irgendwelche Bilder reinmacht, dann müsst ihr den letzten Schritt einfach weglassen. Also es ist wirklich, wirklich easy. Ihr braucht wirklich nur zum Beispiel Discord oder irgendetwas, womit ihr die Bilder in Browser öffnen könnt und diesen Link verwenden könnt. Und genau, das war auch schon einfach die ganze Miete. Also das ist, sonst ist es nichts. Also es ist wirklich simpel. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein kleines bisschen helfen. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao!